Und genau da versucht Russland jetzt im Sicherheitsrat auch wieder Stimmung gegen Waffenlieferungen an die Ukraine zu machen. Mit wie viel Erfolg? Russland versucht da die üblichen Verbündeten um sich zu scharen, und Russland hat ja momentan enge Verbindungen zum Beispiel nach Nordkorea, nach Pjöngjang. Wladimir Putin bekommt von dort Waffenlieferungen, will auch Pjöngjang besuchen in den nächsten Wochen. Also Russland wird dort massiv unterstützt vom Iran, von Nordkorea und eben teilweise auch von China. Man wird natürlich nichts hinbekommen im UN-Sicherheitsrat aus russischer Perspektive gegen die Ukraine. Man versucht Stimmung zu machen, und das funktioniert ja auch in Europa zumindest teilweise, wenn wir uns anschauen, was zum Beispiel in der Slowakei los ist, wo Ministerpräsident Fico so ähnlich spricht, wie eigentlich russische Politiker sprechen, und von der Korruption hier in der Ukraine vor allem behauptet, dass sie so groß sei, dass man keine Waffen hinschicken könne und vor einem dritten Weltkrieg warnt, wenn man hier die Ukraine in die NATO lassen würde. Also da gibt es mittlerweile eben auch in Europa Absatzbewegungen, und das ist das eigentlich Beunruhigende für die Ukraine. Frau Ronzheimer, danke schön für diese Einordnungen aus Kiew. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.